Oh, really? Drop it. So, meine Freunde der guten Unterhaltung, wir sind im letzten Wi-Fi-Battle im RU mit diesem Team und wir spielen gegen den Erkan, aka Eki, und er hat dabei ein Femicula, Visaflo, Cresselia, Elizard, ein Aranestro und ein Drachen-Pokémon aus Gen 6. Grandiras hieß es, genau. Wir gucken mal, was wir machen können gegen ihn. Ich habe auf alle Fälle schon eine gute Strategie, also so eine mittelgute Strategie. Und ich muss einfach nur erstmal gucken, dass ich irgendwie dazu komme, die aufzubauen. Wenn ich nämlich aufgebaut habe, sollte es für mich kein Problem sein, da durchzukommen. Irgendwie. Wird schon klappen. Hoffentlich. Okay. Auch erstmal das. Ich muss erstmal damit liegen und dann bauen wir uns auf. Schauen wir mal, was läuft. Und Eki, HFGL. Und das nächste Team ist schon in den Startlöchern. Also das nächste Team wird dann im PU-Tier sein. Und beobachtet mal den Kanal, da kommt dann demnächst noch ein Teambau-Video und ein Pack-Opening-Video. War ziemlich lustig und ich habe auch schon die nächsten Pack-Openings alle aufgemacht. Ich habe das schon im ersten so gehört, dass ich das schon alles in einem Rutsch aufgenommen habe. Und von daher, oh, wir haben auch ein ziemlich guten Lead jetzt. Für Aranestro, da freut sich Needles. Denn, ja, Aranestro, ne, ist ja nicht so geil auf Elektroattacken. Und da ruft er es extra noch zurück. Kommt Visaflo rein. Visaflo, joa, tut trotzdem ein bisschen weh. Ist halt auch kein Mega-Visaflo, ne? Ist halt bloß normales. Bittle Schaden kann man trotzdem machen. So, na schauen wir mal. Erster Zug ist schon mal geglückt. Gucken wir mal, wie es weitergeht. Das ist jetzt echt ganz, ganz wichtig. Es muss jetzt gut weiterlaufen für uns. Aber ich sehe da momentan noch relativ gute Chancen. Oh, really? Oh, shit. Komm schon, mach auf. Oh, ich hasse dich. Ich hasse dich, Janmega. Janmega ist echt das useless Pokémon im Team momentan. Was überlebt denn hier? Warum habe ich Janmega mitgenommen? Ich hätte alles mitnehmen können. Warum nehme ich Janmega mit? Ich muss jetzt echt mal nebenbei mitgucken. Ich habe doch eine Liste gemacht mit den ganzen Pokémon. Warum greife ich auf dieses scheiß Drecks-Pokémon zurück? Es hat nichts effektiv gemacht in dem ganzen Team, außer von Steinkante getötet zu werden. Sowas useless ist. Geht gar nicht. Komm schon. So. Hier. Ich hätte mitnehmen können. Voltula. Toxiquack hätte ich mitnehmen können. Hätte Lamus mitnehmen können. Hätte Kramchef mitnehmen können. Was nehme ich mit? Janmega. Aber wir sind wenigstens aufgewacht. Wow. Meine Fresse, willst du jetzt einen ordentlichen Mega oder was? Wenn du jetzt nicht sweepst, ne? Dann kommst du nie wieder mit. Meine Fresse, ey, kann ja nicht Warstein hier, das diebelt's doch nicht.
Eigentlich war er mega als echt als Windconditioner gedacht, ne? Nur mal so als so nebenbei. Aber nee. Ist doch bloß eine dumme Libelle. Scheiß Vieh. Ein Kramchef. Ein Kramchef mitnehmen können. Hätte mir so viel genutzt. Was nehme ich mit? Ah ja, mega, ist bestimmt cool mit Tempostüb. Oh! Ja, ja. Scheiß Vieh. Da ruft erst zurück und schickt Grandiras rein. Oh, ein Schein. Also echt. Also, Ecki. Was hast du für einen Geschmack, Alter? Shiny Grandiras. Das sieht so verboten aus. Tschüss, Grandiras. War schön mit dir. Ich bin dumm, ich hätte eigentlich Gigasauger nehmen können. Ach, scheiße. Ist bloß ja mega. Drecksviech, ey. So. Ich muss gerade überlegen. Okay, ja. Wir starten so rum. Oh, da kommt Durant, Durant. Versteht er? Ha? Nee. Schade. Ja. Ich mag das Vieh. Also Durant ist echt ein cooles Pokémon. Auch wenn es nicht der Anschein macht, dass es viel aushält. Also ein Voltwechsel überlebt scheinbar nicht von dem Blitzer. Oh Gott. Die arme Arme. Ich habe echt ein schlechtes Gewissen jetzt noch. Die arme Ameise. Naja, ich habe ja eh ein Ameisenproblem, von daher. Oh Gott. Ich hätte echt gedacht, sie überlebt es wenigstens so mit ein paar KP oder so. Aber das ist ja echt jetzt. Naja. Ist ja doch bloß eine Ameise, ne? So, Heliolisk kommt rein. Da freuen wir uns doch drauf, weil Heliolisk kriegt jetzt auch ein paar aufs Maul. So. Klatsch, klatsch. Es ist zurückgestreckt, das kann ich angreifen. Kurze Preispause noch, was wir Heliolisk jetzt machen. Schallwelle, okay. Ja, das sollte uns aber auch nicht mega viel abziehen. Das geht noch. Das geht noch, damit können wir leben. Damit können wir leben. Er ruft zurück. Was kommt jetzt? Kommt jetzt? Bisaflo kommt jetzt rein, okay. Bisaflo ist auch ein gemeines Pokémon. Hält sehr, sehr viel ab, dummerweise. Und wir können mit Blitzer da gar nicht so viel machen. Aber schaut dafür was. Ich hab da mal was vorbereitet, war. Haben wir schon im ersten Match gesehen. Und ich schätze mal, er wird uns jetzt auch noch mal hier gute Dienste erweisen. Unser Todesstern. Aus von echt, also ich muss. Hätte nicht gedacht, dass die vier Matches zum einen so flott über die Bühne gehen und zum anderen, dass es so eine gute Idee ist, das im Stream zu machen. Aber es ist halt echt sehr angenehm, weil da immer Leute da sind, die kämpfen wollen. Und wenn man vorher so ein bisschen ankündigt, was für ein Tier gespielt wird, dann bereiten sie sich auch gut drauf vor. Also, Leute im Stream, gibt zwei Daumen nach oben für euch. So schön gemacht. Nein, Limitschild! Ecki! Schlafpuder geht nicht durch Limitschild. Das ist wie ein Delegato.
So. Du hast noch Helodisc. Okay, jetzt können wir outspeeden. Du hast noch Kresse. Das ist nicht so schön. Das ist einfach so. Meine Strategie ist einfach, wenn gar nichts mehr geht, einfach drauf. Ach du Scheiße. Unsere Schale. Also wir sind jetzt plus 4. Es müsste eigentlich ziemlich krassen Damage machen jetzt. Er ruft zurück auf plus 4. Ecki! Ach, Anastro ist so ein schönes Pokémon. Oh, mir gefällt das so sehr. Okay, ich denke mal, das wird es jetzt wohl gewesen sein. Plus 4 Cresselia, also gegen plus 4 Meteno kann Cresselia auch nicht lange drin bleiben. Oder besser gesagt, nicht viel machen. Ich habe gesehen, wir haben selbst eine Psychokinese getankt. Und haben unsere Schale sogar noch. Das Wichtigste, unsere Schale ist immer noch intakt. Das heißt, wir haben auch die guten Defense-Werte. Wie macht das jetzt auf Cresse? Die Hälfte! Bitte mehr als die Hälfte gerade mal. Du Scheiße. Na gut, jetzt nicht mehr. Unsere Schale ist geplatzt. Der Todesstern kommt zum Vorschein. Jetzt geht's nochmal aufs Maul vom Todesstern. So, Meteno, go, go. Leidenfest, Mantax ist ein gutes Pokémon. Von Defensivkeit her und Meteno ist ein gutes Pokémon von Setupigkeit her. Also Meteno und Mantax sind so die MVPs gewesen. Gut gesweept und gut gehalten. Ja, Mega ist der Verlierer. Eiskalt. Verlierer der Herzen. Einfach useless. Das Steinkantenopfer schlechthin dieses Mal. So, da kommt das Erdbeben und das war's. Auch Helodisc konnte dem nicht standhalten. Aber Ecki, es ist ein gutes Team für Cresselia. Das ist ein richtig gutes Pokémon. Und hast gut gespielt. Das war's vom Wi-Fi. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein kleines Daumenchen nach oben da. Und wir sehen uns im nächsten Woche wieder. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.